Der Anlass, dass ich hier bin, unter anderem, ist ja zum einen das Ende der Werkausgabe und zum anderen der 85. Geburtstag von Thomas Bernhard. Ganz konfliktfrei war, so haben, hat mir jemand erzählt, war ihr Zusammensein hier in Gmunden ja nicht. Es gibt die, korrigieren Sie mich, gibt die Legende, oder vielleicht haben Sie mir erzählt oder jemand anders, dass Sie beide an der Uferpromenade spazieren gegangen sind und Sie gegrüßt wurden und nicht Thomas Bernhard, und der danach zu sehen, so rührende Eitelkeiten, das war in einem Restaurant. Nicht? Ich habe natürlich diese, zum Teil auch die Kellnerinnen waren wahrscheinlich zum Teil schon bei mir in der Praxis gewesen, und die haben mich halt dann als den Ärzte, als den Doktor begrüßt. Nicht? Ich bin mit ihm zum Essen gegangen, nicht? Und er wurde einfach von diesen Personal dort, ja, wie ein Fremder mehr oder weniger. Und das hat ihn tatsächlich für einen Moment derart irritiert, dass er zu mir über den Tisch hinweg gemeint hat, das habe ich notwendig gehabt, dass ich dich hierher gebracht habe. Da sind mehrere Sachen da drin, das ist lustig, nicht? Aber es zeigt halt seine Schwierigkeit mit der eigenen nahe Verwandtschaft, nicht? Aber er war ungeniert. Normalerweise würde man es nicht sagen. Oder? Nein, es ist einfach so aus ihm herausgekommen. So wie aus mir dann Sachen herausgekommen sind, wo ich mich im Nachhinein auch gefragt habe, wie konnte ich so etwas zu ihm sagen? Ne? In einem anderen Fall, wir saßen da in einem im Parkhotel, wo man dann wunderbar draußen beim Kaffee sitzen konnte, in einem sehr gepflegten Garten. Und ich habe tatsächlich zu ihm einmal in irgendeinen momentanen ärgerlichen Situation gemeint, ich brauche für mich gar keine Kunst. Nicht? Wenn ich meine Patienten einigermaßen zufriedenstellend betreue, bin ich für mich und, wenn ich Glück habe, auch die Patienten mit mir zufrieden. Aber wie kann man zu ihm sowas sagen? Nicht? Ja, warum nicht? Sie können sich doch nicht... ergeben und eine Anbetungsposition zu ihm gehen. Nein, die Beziehung war wirklich eine äußerst, wie soll man sagen, für beide Seiten extrem anstrengend. Für mich als den Medikus, der ich ihm ja verbunden bleiben musste, ich konnte mich nicht so gehen lassen, nicht, weil er dann darauf bestanden hat, dass ich mich um ihn in dieser Situation, dieser unheilbaren Krankheit kümmere. Nicht? Aber gleichzeitig war er mir natürlich mein schwierigster Patient, nicht, weil bei einer seiner Grundeigenschaften ja das grenzenlose Misstrauen war. Nicht? Nach dem Tod von Thomas Bernhard hat er ja noch weiter, nicht gequält, aber belastet. Er hat ein Testament formuliert, das gültig ist, und das selbst für jemanden, der Jurist und Literat in einem wäre, schon eine Belastung ist. Kann man das sagen, dass einfach das Testament für Sie eine Herausforderung war, eine Belastung oder Ballast? Eine gewaltige Herausforderung. Es war ein Fanal. Es war als solches geschrieben, in einer tiefen Verletztheit und einem Wutanfall praktisch, nicht? War dieses Testament geschrieben worden. Es war ein Fanal, nur es war von Beginn an klar, dass es in dieser Formulierung, wie es dort drin steht, wenn man es wörtlich nimmt, nicht durchführbar war. Ne? Ja. Dass man Thomas Bernhard in Österreich für 70 Jahre für die Vollzeit des Urheberrechts sperrt, nicht? Das ist allein schon auch dem Verleger nicht zumutbar, auch den künftigen Generationen. Nicht? Im Grund wissen wir alle, dass die Kraft seines Werkes ist, die immer wieder in der ganzen Welt jemand dazu bringt, sich für Bernhard einzusetzen und seine Stücke aufzuführen oder eben zu übersetzen oder Lesungen zu machen.